Auch im Bereich des Polyethylens, des Pfanneninlays, wurden in den letzten Jahren erhebliche Verbesserungen der Materialeigenschaften erzielt. Hierzu hat wesentlich beigetragen das ultrahochvernetzte Polyethylen, wo mehrere Quervernetzungen zwischen den Molekülen ausgebildet werden und damit das Material insgesamt deutlich resistenter wird gegen Abrieb. Durch die verminderten Abriebpartikel werden auch die Lockerungsprozesse der Prothese längst nicht mehr in gleichem Maße aktiviert und man erhofft sich dadurch längere Standzeiten.